Neuer Tag, neues Glück. Was geht, YouTube? Euer YouTube ist wieder back am Start. Hier falsch mit einer weiteren Folge Grand RP. Hey Leute, ich habe vergessen zu erklären, wie das geht mit dem Grand. Ich erkläre euch das jetzt. Als erstes geht ihr auf die Seite von Grand über den Link in meiner Beschreibung. Dann klickt ihr auf Registrieren. Dann registriert ihr euch mit euren Daten. Dann joint ihr auf den Server. Danach seid ihr im Hotel. Dann redet ihr mit dieser Frau da vorne. Dann klickt ihr auf das hier einmal bitte. Und dann gebt ihr oben einfach mal Riz Boys ein. Dann seht ihr auch schon meine Familie und dann drückt ihr auf Beitreten. Dann seid ihr in meiner Familie drin, Leute, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir sind dann eine Familie. Oh, das ist nice. Das ist bisschen Knight Rider-Style. Da müssen wir rumlaufen. Puh, I got that shit on, baby. Moin. Moin, moin. Würdest du sagen, dass ich den shit on habe? Jetzt gerade im Moment? Mhm, hast du. Nice, okay, perfekt, danke. Er hat gesagt, habe ich. Er hat gesagt, ich habe den shit on. So, was machen wir jetzt? Wir sind in Legal. Die Dame? Ja. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Nee, eigentlich warte ich nur auf meinen Ehemann, weil ich eigentlich hier arbeite, aber der antwortet halt nicht. Deshalb dachte ich, ich warte mit dir, aber ich glaube, der ist, glaube ich, irgendwie im Außendienst oder so. Ich könnte vielleicht für Sie mal durchfunken. Wie heißt denn Ihr Ehemann? Er heißt Brian Black Fox. Wie bitte? Brian Black Fox. Black Fox, oh, okay. Na gut, dann schaue ich mal, was ich da machen kann für Sie. Nee, der ist leider nicht erreichbar. Wenn ich das jetzt mal einmal so sagen darf, so pauschal, Ihr Mann wird auch gesucht, ne? Also. Warte mal, haben Sie den richtigen? Komm mal. Ich gebe Ihnen mal ganz kurz meinen Reisepass. Ja, das hat ja nichts mit Ihnen zu tun, ne? Ach, das ist auch, da steht auch der Name vom Ehemann. Ja, Sie sagen ja jetzt, ich glaube, Sie glauben, ich habe den falschen. Nur habe ich hier jetzt im Register stehen, dass Ihr Ehemann ja wohl gesucht wird, für Drogenbesitz illegalen? Was? Ja, also raff ich jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich hab wirklich noch nie mitbekommen, dass der irgendwie sowas nimmt. Ja gut, ne, das, da kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Also ich weiß jetzt auch nicht, was man da machen kann jetzt. Nur habe ich das jetzt hier so stehen? Haben Sie denn jetzt mittlerweile mal eine Antwort von ihm bekommen? Nein, ich habe schon, also ich, seitdem ich auf der Insel bin, fast eine Stunde versuche ich ihn zu erreichen. Ja. Aber der sagt halt nicht. Ja, also vielleicht, ich bin Ihnen ehrlich, vielleicht hat es damit was zu tun, ne? Das kann halt auch sein. Ja, ne, ist jetzt halt wirklich schade irgendwie. Da Sie die Ehepartnerin sind, müsste ich Sie einmal mit aufs Verhör nehmen, wenn es geht. Okay. Okay, dann kommen Sie einfach mal mit. Wieso klappt das? Wieso klappt das? So, steigen Sie gerne einfach mal ein. Dann wollen wir mal. Wenn es okay für Sie ist, würde ich jetzt schon einmal vorab ein paar Fragen zu Ihrem Mann stellen, wenn es okay ist. Mhm. Wie lange sind Sie denn schon verheiratet mit dem Herrn Black Fox? Also wir müssten mittlerweile ungefähr ein Jahr, glaube ich, zusammen sein. Okay. Also soweit ich weiß, also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass er je irgendwie straftätig unterwegs war. Ja, aber? Es ist kein Aber. Also okay. Ich weiß jetzt wirklich nicht von irgendeiner Situation, wo er mir irgendwas davon erzählt hätte. Okay, okay. Dann ist ja gut. Dann sind wir da schon mal beruhigt, ne? Das Tor will nicht aufgehen, da muss man einfach mal so durch. Ich war ziemlich oft hier unterwegs, weil ich mal ganz am Anfang war ich mal beim LSBI. Und dann war ich auch öfters mal als Mädel hier. Ah, wirklich? Ja, gut. Nee, das ist ja natürlich schön zu wissen, ne? Also, Sie waren im... Sie sagen, Sie waren im LSPD? Ja. Ja, relativ respektabel auf jeden Fall, ja. Nee, also, damit Sie auch mal wissen, wer ich bin, ne? Ich bin der Herr Risu. Ich bin von... Brian Black Fox bittet das Personal zur Rezeption zu kommen. So, dann kommen Sie einfach mal gerne mit. Das ist natürlich immer sehr unangenehm, wenn man befragt wird oder so. Und das kann ich auch verstehen, wenn es Ihnen unangenehm ist. Das ist natürlich relativ schade, wenn es dann auch um den Ehemann geht. Aber machen Sie sich da keine Sorgen. Wir werden dafür, natürlich, wenn Sie sagen, das kann nicht stimmen, kommt gar nicht Ihrem Mann nahe, dann kann ich das natürlich verstehen. Und dann werden wir auch natürlich gucken, dass wir das anderweitig regeln können, wenn es denn wirklich so ist, dass es nicht stimmt, ne? So, leider haben wir jetzt hier keine Stühle mehr so wie damals, aber das sollte auch so passen. Warten Sie, geben Sie mir einen Moment. Ich muss hier einmal ganz kurz was am Computer checken. Warte mal, wie gehen Emotes? Lean. Ich brauche so Lean. Lehnen. Stehend angelehnt. Na. So, ja gut. Ich habe jetzt einmal kurz abgecheckt hier, was da los ist. Ich habe da jetzt auch ein paar Informationen von meinen Kollegen erhalten. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich muss mich einmal ganz kurz hinlegen, weil bei mir ist es immer ein bisschen, ich habe es ein bisschen mit dem Kreislauf. Ich hoffe, das ist kein Problem für Sie. Okay, wenn Sie einmal ein bisschen näher kommen könnten, damit ich Sie besser verstehe. Sie dürfen ruhig noch... Ja, oder so. Perfekt, genau. Ja, genau. Nur das Ding ist halt... Oh, ich muss mich ganz kurz am Bauch kratzen. Ja, gut. Ich sag mal so, ne? Ihr Mann wird jetzt halt gesucht. Ich habe jetzt auch von meinen Kollegen gehört, dass der im Moment ja wohl ausfindig gemacht wurde. Also kann ja sein, dass der jetzt schon wach ist.
Ich weiß nicht, ob Sie mir da Auskunft geben können. Ja, also dadurch, dass die Handy-App irgendwie so gemacht wurde, beziehungsweise die SMS-App, dass man, wenn man hier auf der Insel ist, dass es dann halt so als online angezeigt wird. Und da stand halt, dass er online war. Ah, okay, gut. Und jetzt gerade steht da auch noch, dass der online ist, ne? Ich schau mal ganz kurz. Ja, klar, machen Sie das. Ja, der ist immer noch aktiv. Ja, der ist immer noch aktiv. Das kann ich Ihnen auch so bestätigen. Der ist gerade auch wach, soweit ich weiß. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Mann wird wohl demnächst wahrscheinlich von meinen Kollegen in Gewahrsam genommen oder so. Bis dahin müsste ich Sie bitten, an meiner Seite zu bleiben. Okay. Wenn Sie jetzt nichts zu tun haben oder so, hoffe ich. So, ich würde Ihnen jetzt anbieten, wieder zurück ins Auto zu gehen. Und wenn Sie den Mann erreichen könnten, das wäre super. Weil dann könnte ich direkt die Vermittlung durchführen. Guter Zeitpunkt. Ja. Er hat mir gerade geschrieben. Er hat irgendwie schon gerade gesagt, wo er ist. Und zwar FIB Tower. Ah, okay, perfekt. Ja, gut. Dann fahren wir einfach mal dahin, ja? Mhm. Oh, warte mal. Der schreibt mir, glaube ich, noch mehr. Habe 5 Worte gekriegt. Ja. Von einer besonderen Person. Von einer besonderen Person? Nee. Anscheinend. Okay, dann kommen Sie gerne mal weiter mit. So, Sie haben gesagt, der Herr ist beim FIB Tower. Ja, oh, er ruft mich an. Soll ah, okay. Ich können Sie gerne machen, ja, wenn Sie dann nochmal die Location nochmal festmachen können. Mhm. Ah, die ist viel zu nett, ey. Aber ich muss jetzt ein Assi sein. Brian, wo bist du jetzt gerade genau? Okay, also du bist jetzt wieder zurück im Krankenhaus in der Stadt. Also er ist beim Krankenhaus hier in Pellbox und zwar geht er jetzt zum Haupteingang. Okay. Die Sonders anscheinend irgendwie momentan versuchen zu regeln oder so, hat er gesagt. Okay, dann wollen wir mal, ne? Welcher von denen ist das? Der im Dunkelblauen. Ah, okay. Der Herr im Dunkelblauen, Sie sind der Herr Brian Blackfox? Ja. Ah, okay. Ja gut, der Herr, ich müsste Sie einmal mitnehmen. Ich habe gerade mit dem Herrn Ortega gesprochen. Herrn Ortega? Wer ist denn das, wenn ich fragen darf? Vom FIB. Ach so, ja, ich bin der Communal Chief vom Detective Department, deswegen müsste ich das einmal übernehmen, den Fall. Ja, aber er hat gerade zu mir gesagt, wenn irgendwas sein sollte, sollten Sie sich bitte einmal an ihn wenden. Ja, das ist ja schon intern komplett abgeklärt. Also, dass ich diesen Fall übernehmen werde, weil ich jetzt auch demnach in der Lage bin, das für Sie jetzt hier zu klären. Das also, glaube ich eher weniger. Wie bitte? Ich sage, das glaube ich eher weniger. Ich war gerade noch vor 5 Minuten oder so, war ich noch da und ja. Ich, aber Sie haben doch noch gar nicht mit mir gesprochen heute. Nee, aber ich habe ja mit den Ortega gesprochen. Der hat zu mir gesagt, alles, was kommen sollte, wegen Ihnen oder wegen irgendwas anderes, sollte das bitte zum Ortega gehen. Gut, aber ich habe das intern geklärt, wie gesagt, und deswegen wollte ich das jetzt einmal übernehmen. Ja, gut, nehmen Sie mich einfach mit. Okay. Machen Sie sich keine Sorgen, die Herren. Der ist in 10 Minuten wieder bei Ihnen. Ja, klar. Warum sind Sie denn so eingeschnappt, der Herr, wenn ich fragen darf? Ja, weil ich nichts gemacht habe. Ja, genau. Und das versuche ich ja jetzt zu klären. Weil ich der Detective bin, würde ich das gerne einfach nur mal bestätigen wollen. Und wenn das dann bestätigt ist, können Sie wieder zurück zur Arbeit, ganz wie gewohnt. Ja, weil, wie gesagt, ich habe mehrere Zeugen eigentlich schon, dass ich die ganze Zeit hier unten stehe und Gutachten mache fürs FIB. Und ganz plötzlich habe ich die Wanted gekriegt. Und jetzt war ich gerade mit der HR-Leitung, war ich gerade beim FIB und habe das angesprochen. Und der Herr Ortega sagte halt zu mir, dass da irgendwas nicht ganz hingehaut hat. Aber können wir vielleicht mal bitte woanders hingehen? Hier ist das alles ein bisschen zu laut. Ich höre kaum jemanden. Ja, ich versuche sie gerade ins Auto zu setzen. Leider funktioniert das gerade nicht. Ich sehe auch ihr Auto nicht. Sehen Sie es jetzt? Ich sehe nichts, nee. Ah, das ist natürlich lustig. Ich weiß nicht, ob du überhaupt mit rein darfst. Alles gut. Nee, kommen Sie einfach mal mit rein. Wir steigen jetzt nämlich in ein Auto und dann nehme ich Sie einfach mal zum Verhör mit, ja? Ja. Ich habe dem die Netter-Cop-Sache komplett gut verkauft. Das ist wieder mal so nice, ne? Dann wollen wir mal. So, der Herr, wenn ich einmal ganz kurz nur erörtern dürfte, ob Sie in früherer Zeit schon mal mit Drogen irgendwie was am Hut gehabt haben oder ähnliches? Nein. Ja, wir haben halt immer wieder das Problem, ne, dass wenn wir mit Leuten, die mit Drogen viel am Hut gehabt haben, dass wir dann immer so einen, ja, wir nennen das immer so einen Bounce-Back-Effekt. Aber wenn man halt einmal, sag ich mal, nicht sauber war, dann könnte man immer wieder unsauber werden. Nee, wie gesagt, ich bin komplett clean. Ja, okay, das ist gut. Die Dame, wenn ich Sie einfach mal fragen dürfte, wie ist es bei Ihnen mit Drogen und so weiter und so fort? Ich nehme keine Drogen. Gar nichts, ne? Gar nichts. Okay, das ist gut. Ich hoffe natürlich, dass Sie mich da nicht anlügen. Nee, ich lieber nicht. Okay, das ist gut. So. Einmal in den Verhörraum. Ja gut, ne? Wenn da jetzt so eine lange Pause war, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, kommt dann halt nicht so glaubwürdig mit der cleanen Drogenvergangenheit. Ja, aber wenn ich doch gar nicht hier war, hat doch damit nichts zu tun. Ja gut, aber ob da jetzt nicht kurz vor der Einstellung mal wieder irgendwie was war oder so, das können wir halt nie wissen, ne? Ja, aber ich war ja auch schon bei der Polizei vorher, ne? Da wurde ich auch nochmal durchgecheckt, ob ich überhaupt noch geeignet bin für den EMS. Ja gut, aber nur weil Sie jetzt keinen Drogenintus haben, heißt das ja nicht, dass die Drogen nicht
verkaufen können, ne? Naja, aber ich meine, wenn ich Ewigkeit nicht da war, ich mache ja nicht das Erstbeste, was ich komme. Ich werde wieder hier im Start wach und rein, ne? Ich habe ja vorher schon nichts damit zu tun gehabt. Genau, aber nur wenn man das ganze Leben lang nichts damit zu tun hat, heißt ja nicht, dass man für immer nichts damit zu tun hat, ne? Das ist ja auch klar. Gut, ich check hier das nochmal ganz kurz am PC. Und dann sollte eigentlich auch Erfahrungslevel schon wieder weg sein. Wenn ich das jetzt hier einmal nachschauen kann und das wirklich stimmt, ja, dann sind sie frei raus aus dem Schneider, ne? Sie werden natürlich noch im Nachhinein dann ein bisschen im Auge behalten. Aber falls ich jetzt hier im System irgendwie durch Background-Checks entnehmen kann, dass sie ja wohl doch drogendeliktmäßig unterwegs waren, dann habe ich leider keine guten Nachrichten für sie. Dann müsste ich sie einmal nochmal mitnehmen, ja? Okay. Okay, dann checke ich das einmal ab hier ganz kurz, ne? Also, Herr Black Fox. Ja. Ich habe jetzt hier durch 1-2 Ausschnitte aus ihrem Leben entnehmen können, dass, ja, ich sag mal so, sie auf jeden Fall in Verbindung mit Drogen waren. Jetzt ist hier noch nicht wirklich ein Geldaustausch oder so zu sehen oder irgendwas der Art. Leider ist hier aber dokumentiert worden, dass sie, ja, wie soll ich sagen, dass sie auf jeden Fall den Kontakt mit Cannabis hatten. Wann war das? Das darf ich leider jetzt so nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Der Herr, kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir hätten gerne unseren Mitarbeiter zurück. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Die Krankenhausleitung. Die Krankenhausleitung. Herr Agent R, wollen Sie mal ganz kurz mit mir rauskommen, ganz kurz mal? Ja, gerade nicht, aber wenn Sie jetzt einmal ganz kurz mich das hier nochmal klären lassen würden, dann wäre alles innerhalb von den nächsten 10 Minuten geklärt. Ah, okay. Aber so wie Sie das gerade gesagt haben, klang das aber nicht so. Können Sie der ich war noch nicht fertig mit meinem... unheimlich wichtig. Ja, die Dame, das glaube ich... absolut... Ja, die Dame, das glaube ich Ihnen, aber leider ist das FIB ja auch eine ernstzunehmende Exekutive hier, ne, und dementsprechend möchte ich ja auch, dass meine Arbeit sauber erledigt wird, so wie Sie möchten, dass Ihre Arbeit sauber erledigt wird. Ja, gut, und mein dann, Job ist es, die Küken zu beschützen. Ja. Dann möchte ich jetzt einmal mit meinem Mandanten, Herrn Black Fox, erstmal reden. Das geht leider nicht, weil er jetzt gerade in meiner Gewahrsam ist und hier werden auch keine Forderungen gestellt, ne, weil Sie wissen immer noch, dass Sie hier mit dem FIB sprechen und ihr seid nicht in der fordernden Position gerade. Das ist mir bewusst, aber jeder hat das Recht auf einen Anwalt. Das stimmt, definitiv. Und es kommt ja auch nicht zur Verurteilung oder so. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass der Herr Black Fox neben mir hier in Verbindung mit Drogen war, aber nicht von wegen, er wird hier, also dass er irgendwie die vertickt hat oder irgendwie konsumiert hat oder was auch immer. Das kann so ein mitgehangen, mitgefangen Ding sein, aber das heißt ja noch lange nicht, dass... Wie soll er das gemacht haben, wenn er bei uns auf dem Parkplatz mit war und dort... Die Dame, wenn sie mich einmal ausreden lassen würden, das wäre sehr nett von Ihnen. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen normal ist, dass man sich ins Wort fällt. Bei mir ist es definitiv nicht so. Dementsprechend würde ich Sie einmal dazu auffordern, ruhig zu sein. Dankeschön. Bisschen respektvoller Umgang ist, denke ich, auch gewährleistet von Ihrer Seite. Ach, das war nicht respektvoll gerade von mir? Nein, war es nicht. Also, was ich respektlos finde, ist, wenn man mir ins Wort fällt und dementsprechend habe ich darauf geantwortet, wie ich antworten muss, ne? Trotzdem können Sie das auch ein bisschen höflicher gegenüber meiner... Ich habe gesagt, dass die Dame ruhig sein soll. Ich habe nicht gesagt, dass sie ihr Maul halten soll oder die Schnauze oder was auch immer, sondern ich habe gesagt, dass die Dame gerne mal ruhig sein darf. Die Sache ist die, Sie haben jetzt unseren Mitarbeiter einfach aus seiner Arbeitstätigkeit rausgeholt, um wirklich eine rechtliche Grundlage zu haben. Aber das, denke ich, wird Ihnen der Anwalt von ihm schon noch erklären. Das kann der Anwalt mir dann erklären, genau. Ich habe auch darauf angesprochen, dass ich ja vorhin schon beim FIB war und da sagt der Kollege schon, wenn irgendwas sein sollte, sollte man zu ihm, auf ihn zukommen. Mhm. Der Kollege hat leider eine niedrigere Position als ich. Das heißt, das, was der Kollege sagt, ist nichtig dadurch, dass ich hier gerade fungiere. Das habe ich Ihnen auch erklärt. Und dadurch, dass jetzt hier die Damen und Herren vor mir mit mir diskutieren, möchten, zögert sich das Ganze noch mal viel länger in die Länge. Dann lassen Sie uns doch jetzt einfach kurz alle hier 10 Minuten noch mal kurz draußen warten und dann ist der Herr hier wahrscheinlich dann wieder draußen und dann ist alles gut. Machen genau, wir's. Genau. Perfekt, gut. Dann lassen Sie kurz uns draußen noch mal kurz ein Zigarettchen rauchen, alle kurz noch mal ein Spännchen, Vape an uns suchten und dann ist der Kollege gleich wieder hier draußen. Genau. Perfekt, alles gut. Machen Dankeschön, wir's. Herr ist H. Sehr, ist auch sehr warm hier drin, gerade sehr viele Leute. Deshalb ja. Das, da haben Sie recht. Ja, es war jetzt natürlich äußerst unschön, ne, diese Auseinandersetzung. Und leider kann ich auch von Ihnen gar keine Kooperation entnehmen können, Herr Black Fox. Was mir? Ich finde es äußerst schade, weil ich ja versuche, das hier wirklich natürlich geordnet und ruhig zu klären. Ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich habe jetzt damit nichts zu tun, wenn die hier reinkommen. Und Sie haben ja gerade gesagt, man soll sie nicht ins Wort fallen. Deswegen habe ich mich jetzt auch dem Gespräch auch gerade... Nein, das finde ich total gut von Ihnen. Nur ich meinte gerade, dass Sie halt da noch, halt jetzt als die Damen und
intern reingekommen sind, dass sie dann halt auch so gesehen mir da in den Rücken fallen und dann irgendwas sagen von wegen, ja, dass der Herr, weiß auch immer, Ortega oder so, da ihnen gesagt hat, dass er, dass das mit ihm geklärt werden soll und so weiter und so fort, pipapo. Ja, aber ich meine, ich muss da ihr nicht zustimmen, ne? Ich meine, ich habe ja nichts damit zu tun. Ja, gut, aber ich habe ihnen das ja erklärt, ne? Das ist ja die Sache. Ja, ja, das haben sie mir ja auch erklärt, aber wie gesagt, ich habe ihnen auch erklärt, was aus meiner Sicht aus, und wenn ich ihnen sage, ich habe damit nichts zu tun und bin seit 3 Tagen wieder hier und sie wollen mir erzählen, dass ich ja dann und dann irgendwas mit Drogen zu tun gehabt habe, ja, wie gesagt, ich habe mit diesem Scheiß nichts zu tun. Ich bin Assistenzarzt. Ich will damit auch nichts zu tun haben. Das ist jetzt die Aussage gegen die andere Aussage. Ich müsste einmal ihre Taschen durchsuchen, wenn das okay ist. Sie können mich gerne durchsuchen, ja. Okay, so. Perfekt. Ja. Das ist ja schon mal gut, dass sie beide keine illegalen Gegenstände im Moment dabei haben. Das ist schon mal sehr gut, das ist gut für sie. Ich würde dann einfach mal vorschlagen, dass wir rausgehen, mit den anderen Damen und Herren einfach mal sprechen und dann einfach mal gucken, wie wir da verbleiben, okay? Alles klar. Okay, so, meine Damen und Herren. Wollen wir mal rausgehen vielleicht? Selbstverständlich ist so warm. Habe ich sie noch am Arm hier, der Herr? Ah, jetzt habe ich sie am Arm. So, die Damen und Herren einmal aus dem Weg. So, ich scheiße aufs MD. So, dann wollen wir mal, ne? Ich habe einen ganz speziellen Ort für uns rausgesucht, die Damen und Herren. Die Frau Blackfox, sie haben jetzt nochmal die Chance, hier aus dem Wagen zu springen. Steig aus, Ari. Ansonsten wird's hier brenzlig, sage ich mal so, ne? Dann seien Sie wenigstens so fair, halten Sie an und lassen Sie sie raus. Ich würde Ihnen vorschlagen, jetzt wegzulaufen, Frau Blackfox. Tut mir leid, dass es so enden muss für Sie, Herrn Blackfox. Ja, alles gut. Aber leider muss ich Sie in meine Gewahrsam nehmen und ich werde meinen Job erledigen. Was zur Hölle, Digga? Sind die eigentlich komplett blöd vom FIB? Ey, ich nehme den mit, lauf da weg. Die machen nichts. Die schießen nicht, die machen gar nichts. Hab was für sie und mich engagiert. Weiß nicht, ob das ihnen was sagt. Das ist eine Holzverarbeitungsfirma. Ja, die bietet auch Menschenverarbeitung an. Also Holzverarbeitung von Menschen. Mhm. Und warum ausgerechnet ich? Warum ausgerechnet sie? Sie haben Unglück. Sie haben einfach Unglück, okay? Der Tag ist einfach ein unglücklicher für sie. Und mit Schwerverbrechern wie ihnen muss man halt so umgehen. Dementsprechend muss ich das tun, was das Gesetz mir vorschreibt. Und das ist sie zu Holz zu verarbeiten. Sind sie denn schon belesen in der Holzverarbeitung? Nee, hab damit nichts zu tun. Okay. Ein Arzt, kein Holzfäller oder sonst irgendwas. Sie meinen, sie sind Drogenkurier? Ja, auch ein Beruf, ne? Irgendwo, ne? Ist ja auch ein Job. Richtig, richtig. Genau. Ich meine, wenn sie ihren Job lieben, also dann stehe ich auch vollkommen dahinter. Ne, ist ja klar. Aber wissen Sie was? Vergessen Sie das, was ich über das Holzverarbeiten gesagt habe. Mhm. Heute mache ich mit Ihnen eine kleine Firmentour in der Fleischerei. Sind Sie schon damit bekannt? Ja, eine Fleischerei sagt mir was, ne? Ja, genau. Da sehen Sie die Hühnchenbrustfilets hier. Ja. Was ist Ihnen denn lieber? Soll ich Sie zu einem Filet machen oder zu Hackfleisch? Hackfleisch, okay. Ja, da sehe ich mich eher. Da sehen sie sich, ja. Hähnchenbrustfilet tut auch ein bisschen mehr weh, habe ich gehört. Genau, deswegen. Ja, hier sind super, ne? Wir haben hier eine Kooperation mit KFC, falls Sie wissen, was das ist. Natürlich. Da haben wir eine kleine Kooperation. Da beliefern wir die mit abgelaufenem Hähnchen und das können die dann verarbeiten und das verkaufen ja an die Kunden, ne? Mhm. Ja, hier ist das Lager, alles abgelaufenes Hühnchen, Eier, dies, das, ne? Synthetisches Hühnchen und so weiter und so fort, ne? So, muss ja einfach mal, ne, für meine eigene Sicherheit hier die Maske anziehen. Weil jetzt hat ihr letztes Stündlein geschlagen. Und kümmern, dass sie hier nicht mehr gesehen werden, ne? So leg ich. Bald haben sie genug. Keine Sorge, bald ist es zu Ende. Das war's mit ihnen, die Häufchen Elend. Nice.